Telltale Games und Skybound präsentieren das nächste Let's Play, das wir zusammen spielen werden. The Walking Dead, Mirkone. Ja, willkommen auf meinem Kanal, willkommen bei Ballplayers Level, noch heißt es PEG Ronny the Night. Mein Name ist Ronny und wir haben schon die lange 60 Teile beinhaltende Let's Play aus der Hauptsaison der Walking Dead Serie zusammengespielt und heute werden wir uns Mirkone antun, Anführungsstriche, uns reinarbeiten, uns reinspielen. Das letzte Spiel dieser Serie, das eigentlich älter ist als das Final Season, das wir bis Samstag gespielt haben. Sonntag gab es ja nochmal dann eine Extra-Folge mit allen alternativen Enden. Ich hoffe, das hat euch gefallen, da steckt eine Menge Arbeit drin. Aber ab heute gibt es eben halt das Mirkone, das von der Grafik-Engine also eher eine Nummer älter ist als das Final Season, basiert also quasi auf die gleiche Version wie, wie hieß es, The Final Frontier. Und also in der dritten Saison. Und ich bin ehrlich gespannt, Mirkone ist ja so eine ganz große Hauptdarstellerin, auch in der Serie. Und ich denke mal, da hat man einfach mal so auf die Fans gehört und hat dann gesagt so, nee, ich glaube, da stehen die Leute drauf, das ist so die Heldin so neben den Rick Jarvis, ne, dass man halt da auch nochmal eine Folge von macht. Also wie ihr merkt, ich gucke Walking Dead nicht. Ne? Also ich habe drei Staffeln habe ich geguckt, danach bin ich ausgestiegen. Weil immer wieder Neuanfang und immer wieder Neuanfang und immer Menschen, die gegen Menschen vorgehen. Da war ich einfach nicht der Fan von. Ich halte das einfach für unrealistisch. So schlimm sind wir Menschen dann doch wieder nicht, dass wir nicht mal einen Weg finden, ein bisschen Ruhe und Frieden in unser Leben reinzubringen, Gemeinsamkeiten. Aber gut, das kann jetzt auch gerade zu einer Diskussion führen. Dann könnt ihr natürlich, und das wissen auch alle, die meine Let's Plays gucken, immer gerne kommentieren. Freue mich da jederzeit drüber, wenn ich da auch darauf reagieren und antworten kann. Und tue ich das auch generell. Und ja, also von daher, da seid ihr auch eingeladen. Ganz wichtig, größte Änderung zuerst. Das sind jetzt die ersten Dreiviertelstunden Folgen. Ich bin in der Vorproduktionsphase jetzt für den Urlaub. Das heißt, diese Folge wird erscheinen. Da bin ich schon gar nicht mehr im Lande schon. Aber da doch kann man auch sagen, nicht mehr im Lande, weil das Hotel, wo ich hinfahre, ist in Frankreich. Ne? Das Urlaubsziel selber ist in Deutsch. Wir werden uns den Europapark angucken. Freue ich mich sehr drüber. Das heißt, man kann durchaus sagen, ich bin nicht mehr im Lande. Aber ich werde natürlich den Kanal verfolgen. Ne? Ich habe meinen Laptop dabei. Ich werde das natürlich sehen, wenn ihr da irgendwas macht und versuchen euch auch zu antworten und zu reagieren. Also von daher könnt ihr trotzdem kommentieren. Ja, also ab jetzt die Folgen immer auch eine ganz wichtige Änderung. Da sollte das eigentlich gerade die Überleitung zu sein. Kommen immer in Dreiviertelstunden Folgen und nicht mehr in Halbstunden Folgen und auch nicht mehr täglich, sondern immer Dienstags, Donnerstag und Samstags, immer abwechselnd mit momentan The Division 2 Multiplayer. Das wird sich wahrscheinlich ja auch noch ändern. Wir haben ja schon ein neues Let's Play vorbereitet, der Dirk und ich, in Destiny 2. Und sind auch schon das nächste Let's Play am Plan, das nächste Multiplayer-Let's Play. Also das wird auf jeden Fall eine Sache sein, die wird auch, nachdem ich am 1.9. meine neue Arbeitsstelle angetreten habe, ein Standard sein hier auf diesem Kanal. Freue ich mich auch sehr drüber. Gruß an Dirk an der Stelle, falls er zuhört. Freut mich. Ich bin immer froh, mit dir zu spielen. Also echt, ehrlich. Du bist Best Man. Aber ich freue mich auch auf die neuen Mitspieler, wenn wir da vielleicht ein Spiel finden, was vielleicht die auch mitspielen würden. Ne? Also Dennis Danilo, die haben uns ja größtenteils in Division 2 begleitet. Auch an denen ein Shoutout an der Stelle. Ehrlich, hab gern mit euch gespielt. Wäre schade, wenn das nicht noch weitergehen würde. Gut, aber was soll ich sagen, der große Vorteil der neuen Sendezeit ist natürlich, dass danach immer Resident Evil kommt. Resident Evil 7 ist es momentan. Das Hauptprogramm noch, die DLCs folgen anschließend. Habe mich auch dazu entschlossen, alle DLCs zu spielen. Das heißt, da kommt noch einiges doch an Material, bevor Resident Evil 0 kommt, was wir als nächstes machen werden.
Freue ich mich auch sehr drauf. Muss sagen, also anfangs war ich bei Resident Evil 7 ein bisschen skeptisch, habe so ein bisschen gedacht, so, das fing ja sehr, sehr ekelbehaftet an. Haben sie aber dann größtenteils dann doch rausgenommen im Laufe des Spiels. Es ist dann doch Anführungsstriche typisch Resident Evil normal, sage ich mal. Ganz normal war ja Resident Evil noch nie. Aber ich liebe es. Ich muss echt sagen, ich liebe es. Aber mein Allzeit-Favorite-Spiel für, ich glaube, mein Spiel des Jahres für dieses Jahr jetzt schon ist definitiv Innocence. Das könnt ihr immer im Vorfeld dieser Folgen gucken. Wobei, ganz wichtiger Hinweis, also das kommt immer um 18 Uhr, ganz wichtiger Hinweis, Innocence und auch Resident Evil immer täglich Halbstundenfolgen. Das heißt also, da müsst ihr dann zusätzlich zwischendurch dann einschalten, aber ihr könnt immer einen langen Horror-Tag machen, jetzt immer dienstags, donnerstags und samstags, da könnt ihr quasi 18 Uhr einschalten, mit Innocence einsteigen, ne, geht dann, habt dann eine halbe Stunde, 25 Minuten Pause. Dann kommt hier The Walking Dead Mia Kone. Dann habt ihr nochmal irgendwie 10 Minuten Pause. Ja, und dann könnt ihr gleich weiter gucken, Resident Evil. Ne? Geiler kann doch Horror nicht sein, oder? So, jetzt habe ich aber genug gesabbelt. Ich sabbel ja immer zu viel am Anfang, habe ich mir ja sagen lassen. Gibt wohl schon Leute, die das vorspulen, weil sie wissen, dass ich immer 5 Minuten sabbel. Ich muss das mal einführen, dass ich es zwischendurch mache, damit ich euch zwinge zuzuhören. ja, also, dann steigen wir mal ins Spiel ein. So. Ich bin gespannt, wie lang es ist. Also muss ich ehrlich sagen. Ich habe mir sagen lassen, es wäre nicht so lang. Fängt aber schon etwas spektakulärer an. Eine Figur, die sich bewegt und nicht nur ein Standbild. Ja, da finde ich, funktioniert auch der Hintergrund. Also ich würde schon sagen, von der Grafik-Engine ist das eigentlich doch eher The Final Season. Ne? Also hier, das sind ja schon richtig 3D-Polygonen-Grafiken. Also zwar wie immer handgezeichnet, aber es scheint doch etwas plastischer zu sein, so wie Final Season auch ist. Aber das kann auch täuschen. Soll denn Folgen sein? Spielen ist neu. Ah, oh, super. Habe ich noch nie gemacht, deswegen ist es neu. So, Musik ist aus, wie immer. Deswegen also auch eben keine Musik, als wir im Anfangsbildschirm wären. So, drei Episoden. Ja, es ist also tatsächlich kürzer. Drei Episoden. Die erste Episode. Verwickelt und verstrickt. Ah, das scheint so, sieht so ein bisschen, ne, vielleicht ist das ja ihr Mann. Ne? Da gibt es ja diese Vorgeschichte. Vielleicht sehen wir die jetzt. Wäre interessant. Deine Entscheidung bestimmt wie immer den Verlauf dieser Spielreihe. Die Geschichte hängt davon ab, wie du spielst. Und ich left finde. so many people that I loved. Oh, leider kein Deutsch. Und ich finde, und das solltet ihr auch wirklich mal machen, schaut euch die Folge 60 an mit dem wunderschönen Titel Endings der letzten Walking Dead Serie, weil da wird ganz schön plastisch beschrieben, mal anhand des Endes, wie weitreichend Entscheidungen dann auf dieses Ende auswirken. Ja, also schaut euch das rein. Also ich analysiere das richtig. Ist auch ein sehr langes Video. Also lohnt sich. Schaut euch das an. Also ich habe so viele Menschen, die ich geliebt habe, zurückgelassen. Behind. Das ist eine Machete. So many that So I can viele, dass hardly ich mich gar remember nicht them. mehr an alle erinnern kann. But there are two. Aber da gibt es zwei, nur Just zwei, two die that ich I can niemals never forget. vergessen werde. Also eine Machete, nicht die Samurai-Schwerter. Oh, du schon I Feuer. thought I was done Ich with dachte, them. ich wäre mit ihnen fertig. But they're not done with Aber me. sie sind noch nicht fertig mit mir. Okay.
nutze die Maus, um dich umzusehen. Ja, ja, sehr gut. Der war wild, der war lustig. Der war lustig. Umsehen. Ja, bei Final Season kann man es ja tatsächlich stellenweise, ne? Sich wirklich umsehen. Jetzt sitzt er wieder zum Reichsschwert. Muss ich das verstehen? Entschuldigung, Leute, ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass ich spielen muss. Peinlich. Ich habe echt nicht damit gerechnet. Ich habe echt gedacht, so, oh, jetzt kannst du erstmal ganz chillig zugucken. Du musst uns die ganze Szene nochmal angucken. Tut mir leid. Oh, wie peinlich. Und das in der ersten Folge, so was Peinliches. Ah, oh, Mann. Passiert mir normalerweise nicht. Echt. Ist gelogen, also passiert mir schon ab und zu, dass ich den Einsatz verpenne, weil ich dann wirklich so vertieft bin, die Story anzugucken, dass ich dann vergesse, so, ach nee, du spielst ja eigentlich, du guckst kein Fernsehen. Also bei Walking Dead ist mir das schon ein paar Mal passiert. Nachschlag bitte. Nochmal Nachschlag bitte. Ob man im Restaurant dasselbe meint, wenn man sagt, ich hätte gerne einen Nachschlag. Vielleicht ist das jetzt auch genau der richtige Augenblick, einfach mal die Situation zu unterbrechen und darauf hinzuweisen, ab 18 Bitches. Ja, also, Leute, nur damit du Bescheid wirst.
Hey, thanks. Some days I envy the dead. Also mal ehrlich, hätten wir was anderes entscheiden sollen? Mal ehrlich. Hätte wahrscheinlich eh nur Klick gemacht. Die Kugel war nämlich eine Kamera zu früh drin, für das er ausgelöst hätte. Ich weiß, dass es Game of Thrones ist. Ich weiß es, Leute. Aber wie gesagt, ich habe Walking Dead schon lange nicht mehr geguckt. Ich kenne die Melodie jetzt gerade nicht. Ich hab's gehört. Ja, für die Übergebung ist diesmal Erik Ose zuständig. Erik die Öse. Mein Red Bull ist leer, scheiße. Also, die erste Folge heißt Verwickelt und Verstrickt. So Leute, wir sind wieder zurück. Aus mir unbekannten Gründen hat der Computer mittendrin aufgehört aufzunehmen. Das heißt, ich habe jetzt einfach einen neuen Einstiegsporn genommen. Und ich spiele jetzt quasi von hier aus weiter. Also Mama, wo bist du? Das heißt also, das, was wir bisher gespielt haben, lösche ich wieder bis zu dieser Stelle. Das ist jetzt höchst ärgerlich. Da ist jetzt sicher eine Viertelstunde Spielzeit bei draufgegangen. Und ich würde sagen, wir spielen jetzt noch eine halbe Stunde, weil ich auch nicht weiß, wie lang der erste Teil ist. Vanessa! You there? Rashid, komme. Vanessa, bist du da? Damn it. Verdammt nochmal. Hey, Pete. Hey, Pete. Sean. Michonne. What are you doing? Sean. Your shift isn't for another hour. Deine Schicht beginnt erst in einer Stunde. Ich konnte nicht schlafen. Having those nightmares. Du hast wieder diese Albträume. You're holding up okay? Alles klar bei dir? I'll worry about you. Okay. Ich muss ja jetzt auch quasi genau alles wieder nochmal so erklären, wieso und weshalb ich mich entschieden habe. Also, wir können machen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Nicht toll. Es geht mir schon besser. Es geht mir schon besser, hat er gesagt. Einfach aus dem Hintergrund heraus, weil wir uns so ein bisschen ihm auch ein gutes Gefühl geben wollen. Ne? Und wir wissen es ja ehrlich gesagt eigentlich nicht, ob es uns besser geht, ja oder nein. Von daher, wir sagen diesmal, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Weil wir wissen es ja echt nicht. Hard to tell how you're really doing. I honestly don't. Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. This stuff you're dealing with. Das, was du durchmachst, das wird über Nacht nicht verschwinden. Just please tell me, bitte sag mir Bescheid, wenn es, du weißt schon, wie das so schlimm wird. I just need to keep busy. Ich muss einfach beschäftigt sein. Oak! 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 Was? Komm hier runter, Michon übernimmt deine Schicht. 2 Minuten! 2 Minuten! Still haven't heard ich habe noch immer nichts von Rashid oder Vanessa gehört. It's not like those guys to be in a das sieht ihnen gar nicht ähnlich, sich so lange nicht zu melden. We trade every time wir haben jedes Mal, wenn ich vorbeikomme, an der gleichen Stelle getroffen. Alles ist einfach weg. Just doesn't make sense. Es gibt keinen Sinn. Ihr Boot liegt immer direkt am Dock vor Anchor.
Vielleicht sind sie weitergezogen. Also ich meine, Rashid und Vanessa, das sind die beiden, die wir in der Season 2 am Anfang kennengelernt haben. Also mit denen Clem gerade unterwegs war. Wo der Mann quasi erschossen wurde. Ich meine, das war Vanessa und Rashid. Meine ich. Guckt einfach nach. Nein, ich gucke jetzt nicht nach. Eigentlich sind sie demnach, wenn sie das waren, dann sind sie weitergezogen. They might have moved on. Left the area. Weg von hier. Not without telling nicht us. Ohne uns Bescheid zu sagen. Sie hätten eine Nachricht hinterlassen oder irgendetwas. They wouldn't just disappear. Sie würden nicht einfach verschwinden. Maybe we can pass by vielleicht again können wir way auf dem Rückweg wieder vorbeisehen. Listen. Hey, schau. You hear it? Hörst du das? You hear it, right? Du sounds kannst like a woman's voice. Ja, hört sich an wie Vanessa, eine Frauenstimme. Vanessa, bist du es? Also ich höre etwas, aber wir haben tatsächlich hard was to gehört. Make out, though. Es ist schwierig zu verstehen. Da war nur ein Hauch von... Hä? Hey. Hey. Michonne. Again with the show wieder mit dem Funkgerät? I'm not just giving ich weigere mich this aufzugeben. Bay was full of boats just a year Jahr noch voller they went somewhere. Sie müssen irgendwo hin sein. If they left, it was probably wenn sie weg sind, dann vermutlich aus gutem Grund. I wanna know why. Und genau das will ich wissen. Hello? Hallo? Hello? Can you Hallo? Hear me? Kann man hier jemand hören? Hello? Hallo? You heard it that time, right? Hilfe, diesmal hast du es gehört, richtig? Sie hat Hilfe gesagt. Ich weiß nicht, Pete, das klang nicht nach Vanessa. But it's someone. Aber es ist she niemand. Might know what happened here. Vielleicht weiß sie, was hier passiert it. Ist. Nein, verdammt, we're losing wir verlieren das signal. Signal. Look, if mal, we don't wenn start wir nicht caring anfangen, about the people uns für die Leute there, da draußen we're zu no interessieren, better than sind wir nicht besser als die verdammten Streuner. All we'll find out there Pete, wir finden da draußen trouble, nur Ärger. I mean it. Also er hat definitiv recht. Also das entspricht ja auch unserer Meinung. Ne? Man muss aufhören, sich gegenseitig zu jagen, sich gegenseitig Sachen abzunehmen, sich gegenseitig zu töten. Man kann es nur schaffen, wenn man zusammenhält. Also von daher hat er recht. What's the point in just surviving? We gotta do better than that. All right, so let's help her. At least someone gets it. Wenigstens einer versteht, was ich meine. You're the only one on this boat that even comes. Du bist der Einzige hier, die das auch nur ansatzweise verstehen. Berto nicht, Sadiq nicht. Not Berto, not Sadiq. Especially not und auch schon gar nicht. Ach, you know there are people worth helping. Du weißt, manche Leute sind es wert zu helfen. Take over for me, okay? Übernimm für mich, okay? I'm ich werde das Boot umdrehen. Genug Piratenwitze an dieser Stelle. Hallo? Hallo, ist da jemand? Wir könnten Hilfe gebrauchen. Bitte antworten. Are you in danger? Seid ihr in Gefahr? Heilige Scheiße, es funktioniert. Kommt zu, meine Familie. Also ehrlich gesagt klingt das nicht so, als ob sie in Gefahr sind. Anything? I heard her. Ich habe sie gehört. I knew it. Gerade so. Ich wusste es. Oh, this is a bad idea, das ist eine schlimme Idee, Pete. You want to find more people. Du willst mehr Menschen finden, aber du vergisst, like. Wie Menschen sind. What did she do? Shit, what the fuck? Oh, bloody hell. Oh, verdammter Mist. Ich kann everyone überhaupt nicht okay? sehen. Alles okay? Berto! Sadiq, you gotta get up here. What do we hit? Hell if I know. I can't see a damn thing. Wo sind wir gefahren? Oh. Keine Ahnung, ich kann überhaupt nichts sehen. Berto hat sich das Feuer fest. Take him those sails, yeah. Ich krieg die Segel ein, sofort. Sadiq, get down. Sadiq, runter. Ui, are you all right? Voll einer erwischt, ne? Alles in Ordnung? Thanks for the save. Danke für die Rettung. Jesus. Oh Gott. Oh, get the jib under control. Oh, du musst die Focke unter Kontrolle bringen. Das verdammte Funkgerät. Du musst uns einfach right näher anbringen. Ich sehe gesagt, ja, in diesen Gewässern. Hier gibt es keine Felsen. Well, then what the hell was und was zum Teufel war das? Something else. Irgendetwas anderes.
hast selber gesagt, irgendwas ist hier faul. Es ist nicht mehr hier sicher, Pete. Deine Freunde sind weg und was auch immer sie vertrieben hat, wird uns als nächstes finden. Ich habe doch gesagt, dass es eine schlechte Idee ist. Du bist einfach nur paranoid. Ob das Schiff kaputt ist, wissen wir ja noch nicht. Und, aber man könnte natürlich auch sagen, es reicht. Aber ich würde sagen, beruhigen ist doch. Wir wollen ja nicht gleich aggressiv werden. Ne? Here, nowhere to go. You all need to calm down. We don't know anything yet. She's right. Panicking about it won't make. Sie hat recht. Wir sitzen nicht weniger fest, wenn wir in Panik geraten. Dieses Mädchen aus dem Fluggerät. Was, wenn sie damit zu tun hat? Leute, reißt euch zusammen. Oh, Sadiq, tut das Segel fest. Weil wir nach Schaden gesucht haben, können wir uns rausschleppen. Vorsichtig, einen Weg hinaus finden. Los. Michonne. Was genau hat sie gesagt? Nur ihre Familie, mehr hat sie ja nicht gesagt, ne? She said something about family. I couldn't make out more than mehr als das konnte ich nicht verstehen. Michonne, take these. Nimm die. See if you can figure out what we got stuck on. Just finde raus, worauf wir sitzen. Finde raus, ob wir in der Nähe von irgendetwas sind. Ich muss wissen, welche Möglichkeiten wir haben. Wir müssen einfach wieder weiter. For all our sakes. Das ist für uns alle am besten. Gut. Diese sollte mal Früchte tragen, irgendwann. Ja, das ist aber von der Uhr her. Ja, hey, Michonne, we could use a hand here. Wir könnten hier Hilfe gebrauchen. Hey, we're gonna bleed the wind out of this sail. Hey, wir müssen den Wind aus dem Segel bekommen. I stand by what I said. Pete isn't cautious enough. Pete ist nicht vorsichtig genug. He's just an optimist. Sei doch mal optimistisch. Nenn es, wie du willst, aber wir sollten nicht versuchen, Leute zu finden. Wir sollten uns verdammt nochmal von ihnen fernhalten. Schau, wo wir sind. Du glaubst, das ist ein Unfall? Du meinst, es ist eine Falle? Also eine Falle ist es ja definitiv nicht. Also das wäre die dümmste Falle der Nation. Das Schiff hat ja auch problemlos rechts oder links dran vorbeisegeln können. Das war ja reiner Zufall, dass sie draufgelaufen sind, was immer es ist. Zeigt Pete etwas Respekt, sollte er schon. Aber ich finde, er sollte aufhören, sich zu beschweren. Das klingt. Damn wind! You ever stop complaining, Oak? Yeah. Doch, yeah, doch, das würde ich, wenn Pete und Julia nicht so viel Grund zu beschweren geben. Oh, du glaubst, du hast den vollen Durchblick, nicht wahr? Danke, wir können von hier an übernehmen. Ja, aber doch gut gemacht. These things are ancient. Die Teile sind uralt, kein Wunder, dass sie kaputt gegangen sind. Der Reis geht uns aus. Wir müssen bald etwas zu essen finden. There it is. Da ist Pete. Hey Pete. Figured out what we're stuck ich habe on. Herausgefunden, worauf wir festsitzen. Damn. Es scheint ein untergegangenes Schiff zu sein. This is not Rashid's boat. Zumindest ist es nicht Rashid's Boot. Hey, Michonne. Hoffentlich ist niemand mehr auf diesem Boot. I don't want to die like that. So will ich lieber nicht sterben. Sorry. Tut mir leid, ich habe eine Menge Mist erlebt. Ich will das hier nur nicht scheitern sehen, weißt du? You know? I've seen better places than this. Ich habe schon gesehen, wie schönere Orte als dieser hier komplett zerstört wurden.
Also da draußen kann es richtig schlimm werden, ne? Das wissen wir ja. Das redet er aber auch gerade. So geht es uns allen, damit geben wir ihm ja recht. Und ich denke, das ist der richtige Weg. Gone to shreds. Dieser Ort ist anders. Ist ja auch nicht richtig, weil ich sag mal, ein Schiff hat definitiv Vorteile. I shouldn't let him see me slacking off like this. Er sollte sich mich nicht dabei sehen, wie ich Zeit verschwende. So, jetzt müssen wir noch rapporten. Ah ne, hier kommen wir auch noch. Fernglas verwenden. Da war nix. Not much to see out there. Ich muss mal hinten gucken. Bis gleich. Hier war da auch noch ein. Ah ja, wollte das sagen. You see anything out there? Siehst du etwas da draußen? Looks like an old fair. Sieht aus wie eine alte Fähre. Could be worth checking out. Könnte sich lohnen, sich die zu überprüfen. Du weißt schon, Ersatzteile, vielleicht etwas zu essen. Vielleicht das ganze Schiff mitnehmen. Ist auf jeden Fall eine ganze Stufe stabiler als so ein Holzschiff. Aber verbraucht natürlich Sprit. Das verbraucht das Holzschiff hier nicht. So, jetzt aber rapporten. Looks complicated. Sieht kompliziert aus. Pete. You find anything? Hast du etwas gefunden? Saw a ferry. Ich habe eine verlassene Maroon Fähre in der shore. Nähe der Küste ferry. Gesehen. Eine Fähre. Als ich das letzte Mal hier war, habe ich keine Fähre gesehen. Der Ruderhebel ist kaputt, in zwei Teile zerbrochen. Was? Der Ruderhebel ist verbunden, Steuermensch. Ich habe keinen Lastenschirmer vom Boot. Sag mir einfach, was du brauchst, Pete. Might have what we need to fix this. Vielleicht finden wir da doch einen Teil, um das Ganze zu reparieren. Wobei das totaler Schmuh ist, ne? Weil das dort ist ja ein moderner, motorgetriebene Fähre. Der hat sicherlich kein passendes Ersatzteil für ein Segelboot. Links daneben am Rande des Bildes, und ihr könnt gerne zurückspulen, wenn ihr das übersehen habt, da sieht man aber ein Segelboot liegen. Das hat viel wahrscheinlicher das passende Ersatzteil. Und ja, da sollte man viel eher hingucken. Ja? Aber gut, wenn er meint, an Bord einer modernen Fähre ist ein Ersatzteil für ein altes Segelboot. Best option we got. Das ist unsere beste Option. Ja, sehen wir uns die Fähre an, müssen wir ja, ne? Also wir müssen ja hier weg. Let's get to that ferry. I don't want to be stuck here any longer. Ich möchte hier nicht länger festsitzen als nötig. Dagegen lässt sich nichts sagen. Maybe we can find some sign of Rashid's group. Vielleicht können wir eine Spur von Rashid's Group finden. Let's round up the crew. Michonne and I will scout the ferry. Ich werde die Fähre erkunden. Mal sehen, was wir finden. Alright, so we're just gonna sit around waiting for you. You wish. You've got work to do. You didn't answer my question, though. Oh, Christ, here we go again. Guys! You three, catch the boat, pull her out of here, and lay anchor near the shoreline. Got it. Don't go anywhere. Stay. Okay. Ich glaube, das war die Stelle, wo letztes Mal die Aufnahme abgebrochen ist, weil die Maus aus dem Bildschirm rausgerutscht ist. Ja, das ist die. So, dann würde ich jetzt einfach sagen, ich drücke mal auf Pause. So, und breche die Aufnahme hier mit Absicht nochmal ab. Damit wir sicher sind, dass alles geklappt ist, läuft momentan weiter. Also von daher zeichnen wir jetzt auch weiter auf. Nur ein Viertelstündchen für die erste Don't Folge. Don't let this turn into a rescue mission. Forget his friends, right? Vergessen wir seine Freunde. Das kann ich nicht versprechen. Das ist der Plan. Das ist zwar auch der Plan eigentlich, ne? Aber wenn die in Not kommen, für mich, oh danke, müssen wir ja auch helfen. Und kommandierst du mich rum? Tut er ja nicht. Das ist ja mehr eine freundliche Frage.
Best get the parts and get back here. I can't make that promise. If someone's in trouble, I'm not gonna just leave them. Genau. Was du sagst, ne? Wenn jemand in Ärger ist, dann werden wir nicht zurücklassen. We can't lose anyone else. Wir können nicht noch jemanden verlieren. Come on, let's get going. Komm schon, gehen wir. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass bei anderen Rettungsmissionen wahrscheinlich schon Leute verloren haben. You ready? Bist du bereit? Also, ja, also, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Also, da ist irgendwas nicht normal. So eine Fähre, die steht ja mal eben nicht von jetzt auf gleich an so einem Steg. Ich meine, ich weiß ja nicht, wie oft der da vorbeifährt, aber ich halte es doch für recht unwahrscheinlich, dass es so ist. Ne? Also von daher, ich bin da äußerst skeptisch. Also falls jetzt kein Bild da ist, bis zu dieser Stelle, werden wir dann an der Stelle hier erst wieder einsteigen, weil das der nächste Speicherpunkt ist. Und für die paar Minuten werde ich jetzt nicht alles nochmal neu spielen. Sure is quiet out here, huh? Es ist ziemlich still hier draußen, nicht wahr? Not a sound. Kein Geräusch. Ja, irgendetwas stimmt nicht. Das haben wir ja gerade schon gesagt. I don't know. Something's not right. Ever the optimist. Steht so optimistisch. Da schwimmen Leichen rum. You know, something's really been bothering. Weißt du, die Sache, eine Sache beschäftigt mich und ich muss dich fragen. What? Was? Do you think this looks dumb? Findest du, das sieht blöd aus? Was? Oak's been giving me shit. Weißt du, Oak macht sich deswegen lustig. Er sagt, ich sehe aus wie ein Pirat. What do you think? Was denkst du? Es sieht aus wie ein Pirat, ne? Also, wenn er Pirat wäre, das ist, da hat er nicht Unrecht. Aber es sieht schon noch gut aus. Also ich finde, bei ihm, es passt zu ihm. Be honest. Fuck, Oak. What is he now? Ich werde gerade ein bisschen spielen. I knew you were all right. Ich wusste, dass du noch bist. Ich finde, es rundet den Look ab. Das stimmt schon. You had get you to loosen up sooner or later. Ich wusste, dass du früher oder später etwas always so serious. Ja, auflockerst. Du bist immer so ernst. It's gotta be exhausting. Das muss anstrengend sein. Sure, yeah. Du hast sicher deine Gründe. Es gibt nicht viel, worüber man lachen kann. Das stimmt wohl. Übertreibst, das glaube ich nicht. So wie wir Mikrone in der Fernsehserie kennengelernt haben, übertreibt er auf keinen Fall. Stell dein Glück nicht auf die Probe, ist natürlich so ein bisschen das lustig zu machen. Also ich finde das erste so depressiv, deswegen nehmen wir mal das dritte. Don't test your luck now. You know, we first brought you on board. Weißt du, als du zu uns an Bord gekommen bist, hätte ich nicht gedacht, dass du lange bleiben würdest. You didn't talk to anybody. Du hast mit niemandem gesprochen. Ich dachte einfach, dass du sofort wieder gehen würdest und das Boot klaust, sobald du deine Kräfte wieder hast. Zur Hölle, ich erwarte es immer wieder aufzuwachen, zu sehen, dass das Beiboot verschwunden ist. This thing und gone. And you with it. But here you are. Aber du bist noch immer hier. Ich mag euch, Jungs, finde ich, ist keine schlechte Antwort an der Stelle. Möchtest du, dass ich verschwinde? Das hat er mir kein Wort gesagt. Ich bleibe nicht für immer. Das weiß man nie. Also ich mache nicht sick of me yet. What can I say? You're not terrible company. Du bist keine schreckliche Gesellschaft. I'm flattered. Ich bin geschmeichelt. When we met, you were. Also zu treffen, I saw what you were about to do. Ich meine, ich habe gesehen, was du vorhattest. Du hattest nicht leichter draus. Now you mostly keep it to yourself. Ich weiß, dass du gerne bei dir alleine bist. Das hätte ich nie getan. Da sind wir uns nicht so sicher. Ich habe nichts dagegen, allein zu sein. Das wissen wir. Ne? Manchmal fühlst du auch einfach zwei Beiße an der Leine, wie wir ja auch wissen. Es hilft, auf dem Boot zu sein. Ich denke, es hilft, auf dem Boot zu sein. Man vergisst die Einsamkeit. I don't want to make you talk about it. Being out on the water. Draußen auf dem Wasser und beschäftigt zu sein, das hilft. Wenn ich stehen bleibe, auch nur für eine Minute, dann holt es mich wieder ein. Wenn es ruhig ist, denke ich zu viel nach. Weißt du, vorher war ich auch allein, so wie du. Ich habe mich davon überzeugt, dass es mir so gefällt.
But after a while, I just... Nach einer Weile habe ich einfach nur vom Schiff gekommen. Oh, mit Waffen Messer kommt er da. Messer stehen hier, hinter dir. Ich habe hier gerade so einen Fluch der Karibik-Flashback. Zuschlagen, bitte. Das war doch einfach. Danke. So. Man könnte auch singen, a walk in the park. Nein, was war das? Also, er hat es überlebt, Gott sei Dank. Sorry, ich habe die Szene schon einmal gesehen. Ich wusste ja, dass er überlebt. Nimm meine Hand. Ich finde das interessant, dass die Zombies unbedingt an Bord des Schiffes wollen, obwohl da gar keiner mehr drin ist. Aber ist egal. Aber jetzt nicht zurück zum Strand kommen, wo sie doch sehen, dass sie dahin verschwunden. Ja, ist es egal. So muss das. Das war knapp. I guess I should have kept my mouth shut. Hätte man die Klappe halten sollen, ne? Ja, wäre nicht schlecht gewesen. Ich kann es nicht glauben. Warst du etwa? Naja, das war ja mehr so ein Peinlichkeitslachen, ne? Also das war ja eher so, oh, scheiße. Oder vielleicht hat er auch gerade die Szene auch im Kopf gehabt von Fluch der Karibik. Danke für die Rückendeckung. Da hat jemand wirklich zu viel Fluch der Karibik. Sekunde. Hätten sie da nicht vielleicht noch Frauenkleider anhaben müssen? So zwei komischen Regenschirme? Na, das war eine andere Szene. Danke für die Rückendeckung. Na, da hat er nicht viel getan, ne? Das hätte viel schlimmer sein können. Wir nehmen, das hätte viel schlimmer sein können. Lachst du etwa? Weiß ich nicht. Jesus. Es ist ja nicht als Lachen gemeint. Das hätte viel schlimmer werden können, weißt du? Ja, ich weiß. I know. Tja, jetzt haben sie keinen Boden, um zurückzukommen. Es sei denn, die machen auch einen auf Fluch der Karibik. Aber dann müssen sie erst so Cortez Gold stehen. I don't like this. Das gefällt mir nicht. Might be someone who can tell us where everyone went. Können sie uns sagen, wohin alle verschwunden sind? There's no sign of anyone. Hier ist kein Menschen. Just those fucking crows. Nur diese verdammten Krähen. Also die Krähen zeigen auf jeden Fall, dass da wirklich keiner ist. Also vielleicht sind sie da drin, macht keinen Sinn. Irgendetwas hat ihnen Angst eingejagt. Das weiß ich nicht, glaube ich nicht, weil sonst wären sie ja nicht hier geankert. Und die Frage ist natürlich, wenn ich so ein großes Fährschiff habe, bin da ja relativ sicher drauf, warum sind sie überhaupt geankert? Ja? Die sind wahrscheinlich tot, ist wahrscheinlich die richtige Antwort. They're probably all dead, Pete. We don't know that. Das wissen wir nicht. Das wissen wir auch nicht. Unless we can find another boat. Also wir finden ein anderes Boot. Looks like we're stuck here. Wir sitzen hier wohl fest. Wieso? Das kann man doch nehmen. Looks a bit. Sieht verlassen aus. Suchen wir nach deinen Freunden. Wir müssen zurück. Wir finden eine Lösung. Nach den Freunden suchen. Wir müssen ja zurück. Weil sonst fahren unsere Freunde, nämlich die noch an Bord des Schiffes sind, mit unserem Schiff nämlich weg. Let's just get what we need and get back. Lass uns einfach nehmen, was wir brauchen, lass uns gehen. Manchmal habe ich das Gefühl, dass du das Boot mehr liebst als mich. Sieht so aus, als gäbe es zwei Wege rein. Die Leiter und das Fenster. Tja. Achso, ich kann spielen. Die Streuner werden nicht lange wegbleiben. Wir müssen los. Okay. Hätten sie ja noch zwei Segelstiffe oder sogar noch mehr, wenn ich so die ganzen Mäste sehe. Ein abgetrennter Arm. Sieht aus wie ein Zombie-Arm.
close quarters da drin ist es ziemlich eng. Easy to get trapped if we're wenn wir nicht aufpassen, kommen wir da vielleicht nicht wieder raus. We could get to the upper wir könnten deck hier way. Entlang auf das Oberdeck gelangen, wenn dieses Teil nicht auseinanderfällt. Ja, ich vertraue der Leiter sicherlich nicht so großartig. Die sieht nicht so stabil aus. Aber einfach da durch die Fenster, wo dann anscheinend sowas blutverschmiert ist, das ja schon an der Wand von dem Schiff ist. Und dann so den Aufriss von dem Fenster vorher. Das sieht ja wirklich so aus, als hätten sie irgendwas gerammt mit dem Schiff. Da war ja das hier noch. Da waren noch geschweißte Platten. Also voll ein Leck. This is fresh work. Das hier wurde kürzlich gefertigt. Sie müssen hier Schneidbrenner haben. Also wenn sie Schneidbrenner haben, ist ja nicht unwichtig, dass wir da reingehen. Das ist halt schon wertvolles Gut. Also wir gehen die Leiter hoch. Alright. In Ordnung. Hoffen wir, dass dieses Teil hält. Come on. Don't fall. Thanks. Leiter. Badetage. Michonne. Hab ich erwähnt, dass wir zum Bodensee fahren heute, also in Urlaub? Ne? Also nicht heute, sondern am Wochenende. Pete, hurry! Also, was soll ich sagen? Das weiß ich nicht, ob das so kreativ war. Ja, der ist aber tief. Also in der Mitte vom Bodensee, glaube ich, muss man keine Angst haben auf dem Schiff, dass die Bauke eintreten. Sieht alles ziemlich runtergekommen aus. Die Mobjack. Das ist ein komischer Name für ein Schiff, oder? Mobjack. Seems like this place was someone's home for a while. Wieso, als hätte es jemanden ein Heim gegeben für eine Weile? Do you think your friends came through? Denkst du, dass deine Freunde hier waren? Sure. Schwer zu sagen. We should look around. Wir sollten uns umsehen. Think we can float back to the companion on this? Glaubst du, wir können auch bis zur Companion auf diesen Ring da schippern? Ha, hat er gemacht. Also er glaube ich nicht, dass man das kann. Von der Idee her fand ich ja nicht schlecht. Maybe we'll find something vielleicht down finden there. Wir da unten etwas. We'll have to go through the cafe to get dann müssen the wir erst durch das Café, um zu den Treppen zu kommen. Always. Du musst ja immer nach dem Mr. Honey rielen. Ja, klar tun wir das. Here we go. Los geht's. Da könnte ein Boot drin sein, ne? Ein Rettungsboot. Ist aber komischerweise nicht so. Hat also schon jemand benutzt. Gut, Metall können wir uns immer mitnehmen, ne? Rebar. Ein Stall. Stahlstange. 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 Eine Stahlstange. This place isn't in great shape. In einem tollen Zustand ist die Fähre nicht unbedingt. Tja, das kann man laut sagen. In merkwürdig schlechten Zustand, würde ich sogar sagen. Locked. Verschlossen. If one of us can get our hand, wenn einer von uns seine Hand durchbekommt, können wir sie vielleicht aufschließen. Sicher. Natürlich machen wir das. Einfach so in einen dunklen Raum die Hand reinstecken, wo Zombies hinter sein könnten. Locker. Aber wir können die Stahlstange verwenden. Das können wir wohl. Nice. Sehr gut. Tja, man sieht, wo ist ein Loch? Also in der Decke. Ja, wie das Loch da in die Decke reingekommen ist, das weiß ich beim besten Willen nicht.
Ja, das stimmt wohl. Einfach auf dem Dach klettern, von da oben reinspringen, wäre viel simpler. Vor allem könnte man den Raum viel besser kontrollieren. Und es liegt da auf Deck genug Schrott rum, den man zu einem kletterbaren Stapel ansammeln könnte, ne? I don't see anything. Ich sehe nichts. Doesn't mean there's nothing there, though. Yeah. The question is. Das bedeutet aber nicht, ob da etwas drin ist. Jetzt ist nur die Frage, wer von uns da reinfassen möchte, um es zu öffnen. Which one of us wants to reach in there to open it? One of us has to do it, right? Einer von uns muss es tun, stimmt's? Ich werde es tun. I mean, I'm sure we'd hear something if anything was on the other side. I'll do it. Ich werde es tun. Well, here goes nothing. Be careful. Und ob da was dahinter ist, das seht ihr in der nächsten Folge. Dafür müsst ihr am Donnerstag wieder einschalten. Denkt dran, Walking Dead jetzt immer dienstags, donnerstags und samstags immer in 45 Minuten Folgen. Ich freue mich, euch dann wiederzusehen. Bis dann. Tschüss.